Herzlich willkommen. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch und habe mir heute Veronique Papillon eingeladen. Liebe Veronique, ganz, ganz, ganz herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen auch. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr dabei seid. Veronique ist ein Mensch, den ich jetzt seit einem guten halben Jahr erst kenne, und sie hat mich sofort mit ihrer Leichtigkeit und ihrer sprühenden Energie begeistert, und sie hat zwei ganz, ganz tolle Themen, die mich von Anfang an fasziniert haben. Und zwar hat Veronique sich schon jahrelang jetzt mit Buddhismus beschäftigt und sie hat sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt. Und diese beiden Themen finde ich unheimlich wichtig und wertvoll, weil ich damit ganz viele meiner eigenen Sichtweisen und meine eigenen Themen anders beleuchten kann. Und die Art und Weise, wie sie ihr Leben betrachtet, wir werden da auch nachher noch ein bisschen über ihre jetzige Situation sprechen, finde ich ein unheimlich tolles Vorbild. Liebe Veronique, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Danke schön, dass ich dabei sein darf. Und meine erste Frage wäre tatsächlich einfach gleich ganz neugierig: Wie kam Buddhismus in dein Leben? Hast du da irgendwie von deinen Eltern das mitbekommen, oder wo war der Moment, wo du sagtest, das könnte was für mich sein, und warum? Also ich glaube, dass ich einfach schon mein Leben lang immer auf der Suche war nach diesen Sinn im Leben und dass es da noch etwas anderes geben muss, außer dieses normale Leben, was wir einfach so fühlen, ja. Und ich war eigentlich, ja, also von zu Hause aus kam das gar nicht. Also ich bin eigentlich sehr christlich aufgewachsen, jetzt nicht streng christlich, aber ja, ich habe alles mitgemacht, was man so mitmacht, Konfirmandenunterricht und so weiter, ja, Konfirmation. Aber ich konnte da eigentlich nie wirklich was mit anfangen, weil mir war das zu passiv. Also da ging es mir zu sehr darum, da oben ist jemand, ich gebe Verantwortung ab und du da oben bitte mach mal. Und damit konnte ich mich nie so wirklich identifizieren. Und das war mir auch zu, ja, einfach zu passiv. Ich dachte, also ganz, ganz lange dachte ich schon, das kann es nicht sein. Also klar, glaube ich an etwas, also an eine höhere Macht, aber nicht, dass ich jetzt die Verantwortung da so abgeben möchte. Also das, ja, das hat mir schon immer nicht ganz behagt. Deswegen war ich mal auf der Suche, und dann kam eins aufs andere. Also die ersten buddhistischen Bücher habe ich, glaube ich, vor 10 Jahren gelesen, und es gibt ja total viele verschiedene buddhistische Richtungen auch. Also das glaubt man gar nicht, aber selbst da gibt es ganz viele verschiedene Lehren, die Shakyamuni Buddha gelehrt hat. Also das ist der Ursprungsbuddha aller Buddhas, den man immer so schön sieht als Statue mit den Augen zu, sitzend, meditierend unter dem Bodhi-Baum, wo er seine Erleuchtung erlangt hat, und er hat verschiedene Lehren gelehrt. Und woran ich glaube, ist das Lotus-Sutra. Das ist die letzte Lehre, die er gelehrt hat, bevor er sich verabschiedet hat und gesagt hat, so, jetzt gehe ich, jetzt muss ich alleine klarkommen. Und der Weg, ich weiß nicht, das ging von einem zum anderen. Und ich denke jetzt, dass mein suchender Geist mich einfach dahin gebracht hat. Also es war keine Person. Also wenn man es ganz genau nimmt, war es vielleicht doch meine Mutter. Sie erinnert sich zwar nicht mehr, aber sie hatte mir irgendwann mal, wie ich kurz davor stand, meinen Bioladen zu eröffnen. Also ich hatte meinen Bioladen in Waldorf, und da sagte sie, schau mal hier in der Zeitung, da gibt es wohl irgend so ein buddhistisches Zentrum, die machen da Yoga und meditieren, das ist doch bestimmt was für dich. Aber meine Mutter hatte damit überhaupt gar nichts zu tun. Und ich hatte das die ganze Zeit nur so im Hinterkopf und dachte, ach, da gehst du mal hin, ja. Und ich dachte, da sind Mönche, und also so habe ich mir den Buddhismus halt vorgestellt, ja, so wie man das immer so sieht in den Medien. Und dann kam ich da an, und da war das so ein stinknormales Bürogebäude, und ich dachte mir so, hä, das ist aber komisch. Und bin dann da wirklich einfach reinspaziert und habe gesagt, hey Leute, hier bin ich, was macht ihr hier, erzählt mir davon. Und die haben dann eine Sache gesagt, die ja ganz ausschlaggebend war, wo ich dann wusste, okay, ich glaube, meine Reise hat ein Ende, also in dem Sinne, dass ich nach diesem Suchen, nach was ich gesucht habe, also dieser Sinn des Lebens, warum bin ich hier auf der Welt, an was soll ich glauben? Und die sagten dann, wir glauben an keine externe Macht, also außerhalb von uns selbst, also die ganze Kraft, alles liegt in uns. Das Licht, was du im Außen suchst, liegt in dir, und du kannst alles verändern, dein ganzes Leben verändern. Also sie haben noch sehr viel mehr Sachen gesagt. Und dann dachte ich so, wow, ja genau, das ist es. Und dann war ich, das hat vor 7 Jahren hat das angefangen, dann war ich dabei und war am Anfang schon erstmal sehr befremdlich, weil das ist
es kommt ursprünglich zwar aus Indien, aber das der Glaube, der ist dann übergeschwappt nach Japan und es war alles sehr japanisch geprägt und war auch kulturell erstmal so sehr fremd alles, weil die Mantren, die wir chanten, die sind auch auf, das ist so eine Art japanisch, so Sanskrit, die Mantren, die wir dort chanten, aber es hat sehr, sehr schnell sehr viel bewirkt in meinem Leben und deswegen bin ich nach 7 Jahren immer noch dabei und für alle, die mich kennen, meine Familie, meine Freunde, die wissen, dass ich immer ganz viel ausprobiere. Bisschen hier, bisschen da, wieder nach rechts gucken, nach links gucken. Also, dass ich bei etwa 7 Jahre, also nach 7 Jahren immer noch dabei bin, das ist für viele ein Wunder, für mich auch. Und deswegen, ja, habe ich gemerkt, okay, das ist wirklich das, was ich gesucht habe, weil es sehr darum geht, die eigene Verantwortung zu übernehmen für das Glück, für das eigene Leben. Und wir glauben an dieses Prinzip von Ursache und Wirkung. Also das ist ja ein ganz normales Naturgesetz, aber also dieser Buddhismus sagt, und das war das Letzte, was Shakyamuni Buddha auch gepredigt hat, ist, dass du bist die Ursache selbst. Also richte dich nicht auf Wirkungen aus und erhoffe Wirkungen, die dir in deinem Leben vorbeilaufen, ja, dass du ja, auf irgendwas wartest und hoffst, sondern du bist selbst die Ursache. Und jede Ursache, die du setzt, positive Ursache, wird irgendwann ja eine Wirkung haben. Aber die sind dann noch eins weitergegangen und haben gesagt, das ist diese Gleichzeitigkeit von Ursachen und Wirkung. Also du bist schon die Wirkung, ja, weil du bist die Ursache. Und das fand ich so spannend und dachte so, wow, das gibt einem so eine Macht, ne? Also, und also man kann quasi wirklich alles verändern, in jedem Moment auch sein Karma. Also man muss da nicht im Prinzip 10.000 Therapiestunden machen oder Coachingstunden machen. Also du kannst in jedem Moment neu entscheiden. Und das dir aber immer wieder bewusst machen, das hat mir sehr, das hat mir sehr gefallen, ja. Und also ich finde den Punkt super, super spannend und super wichtig, weil das ist ja auch, ich meine, beim Mütterkongress ging es ja ganz viel um die Frage, wie kann ich mich befreien von all den Dingen, die mich letztlich klein halten oder die mich binden oder die mich davon abhalten, wirklich das von mir zu zeigen, was ich eigentlich lieber zeigen möchte. Ne? Und ich glaube, dieser erste Schritt, über den du eben sprachst, dass ich mir klar mache, mich selbst ermächtige, dass ich es darf, dass ich es kann, meine Situation selbst in die Hand zu nehmen und sie neu zu gestalten. Das finde ich den Punkt, den ich auch im Gespräch mit dir so unheimlich spannend fand schon, dass du einfach sagst, ich kann das, ich darf das. Das hat mir diese Begegnung mit dem Buddhismus jetzt einfach klar gemacht. Ne? Und dass man sagt, raus aus der Opferhaltung, ich bin nicht jemand, mit dem ein Leben passiert, sondern es ist mein Leben und ich stehe tief mitten innen drin und ich kann es verändern. Ich habe es in der Hand. Das finde ich eine ganz, ganz wertvolle Erkenntnis. Was hat das mit dir gemacht in deinem Leben, als dir das klar wurde, dass du was verändern kannst? Bist du da losgerannt und hast es verändert oder was ist dann passiert? Also der Prozess, der hört ja nie auf. Ich bin ja jetzt keine erleuchtete Buddha und alles ist gut, sondern das ist ein ständiger Prozess. Was sich aber sehr tief verändert hat, war also die Wertschätzung gegenüber anderen Menschen, der Umgang mit anderen Menschen, das hat sich sehr, sehr verändert. Also gerade in Bezug auch auf Familie, aber da bin ich immer noch dran. Also es ist nicht so, dass jetzt alles super klasse ist, aber ich bin mir dessen bewusst und ich habe ein Werkzeug und ich weiß, wie ich es verändern kann. Aber das hat sich sehr stark geändert, weil der Blick aufs große Ganze wurde dadurch aktiviert, weil wenn ich die Ursache bin und kann alles verändern, und mache mich unabhängig davon, wie mein Umfeld ist, dann also habe ich für mich einfach festgestellt, ich konnte mich dann aber auch wieder viel besser mit den anderen verbinden und hab mich selber nicht mehr als Opfer gesehen, die anderen aber auch nicht als Täter und konnte mich einfach viel mehr mit allem verbinden, weil ich ja weiß, dass jeder dieses Potenzial hat und jeder hat dieses unglaublich tolle Buddha-Leuchten in sich und das. Ja, das hat sich einfach auch total verändert, das ganze Weltbild, dass ich auch teilweise, fällt mir natürlich manchmal immer noch schwer, aber dass sich ganz extrem verändert hat, war Verurteilung über Menschen, die scheinbar etwas Böses tun, also irgendwelche, also kriminellen Menschen, die anderen Leid zufügen, klar, leide ich dann auch mit. Und es ist trotzdem so, dass ich sage, oh mein Gott, wie kann man nur sowas tun? Wie kann man Menschen quälen? Wie kann man Tiere quälen? Und trotzdem ist da so ein ganz tiefes Mitgefühl für diese Täter, weil
also Täter ist Opfer und Opfer ist Täter. Also das ist so ein ständiges Spiegeln und auch diese Menschen wollen im Prinzip nur glücklich werden und sie handeln so, weil sie tief, tief unglücklich sind und eben dieses Licht nicht sehen können. Und es ist unsere Aufgabe, finde ich, nicht sie zu verurteilen und sie einzusperren und zu sagen, du bist ein furchtbarer Mensch, du musst sterben oder du musst ins Gefängnis kommen bis zum Ende deines Lebens, sondern Mitgefühl diesen Menschen zu geben und zu schauen, okay, was ist denn die Ursache dafür? Und da sitzen wir alle im gleichen Boot und diese Trennung mache ich nicht mehr. Ja? Also das sind die guten Menschen, das sind die bösen Menschen, also das gibt es für mich nicht mehr, weil es gibt böse Handlungen, aber keine bösen Menschen, weil vom Grund auf ist niemand böse und niemand gut, also alles steckt immer in uns. Also wir haben alle das Potenzial zum Böse sein und zum Gut sein. Also selbst der erleuchteste Buddha hat potenziell die Fähigkeit, jemanden umzubringen. Also es ist immer alles in uns existent, ja. Nur die Frage ist, was überwiegt? Also schaffen wir das, die Buddhaschaft am Leuchten zu halten und oben zu halten oder tendieren wir eben zu diesen negativen Aspekten? Und das hat sich total verändert. Also dieses tiefe Mitgefühl für Menschen, die in unserer Gesellschaft als böse oder kriminell abgestempelt werden. Also ein sehr spannender Aspekt, da einfach zu erkennen, dass man in der Einheit miteinander verbunden ist und dass die Handlung, die der andere gerade ausdrückt, ein Ausdruck dessen ist, was wir auch alle sind. Ne? Dass es nur an einer Stelle einfach gerade gezeigt wird, ist natürlich trotzdem in vielen Situationen echt nicht leicht. Ne? Ich glaube, wir kennen auch alle diese Momente, in denen es uns gut gelingt, dass wir sehr bewusst sind, sehr aufmerksam mit uns, dass wir dann auch unser Gegenüber, selbst wenn es uns nicht leicht fällt, liebevoll betrachten können und Verständnis und Mitgefühl haben. Aber es gibt halt auch viele Situationen, wo ich es zum Beispiel einfach echt manchmal nicht schaffe, wo ich dann merke, okay, ich bin gerade nicht so in mir verwurzelt, in meiner Mitte oder ich bin gerade nicht so auf der Herzensebene, dass ich wirklich den anderen so annehmen kann, wie er ist und sagen kann, okay, ich verurteile es nicht, das, was du tust, ist nicht falsch. Manchmal schaffe ich das einfach wirklich nicht. Was ist denn dein Tipp oder was hast du getan, um einfach, ich sag mal, immer öfter in diesem Zustand zu sein? Also meiner Erfahrung nach ist es ja nicht so, man ist da einmal und bleibt dann für immer, sondern genau, es gelingt einem immer öfter, da wieder irgendwie für sich einen Fortschritt zu machen und da weiter in dieses Bewusstsein reinzukommen. Was ist da deine Erfahrung zu? Genau, also du hast es eigentlich schon gesagt, also es ist ein Prozess und meine Erfahrung ist diese, weil ich ja auch mit sehr vielen Buddhisten in meinem Umfeld zu tun habe, dass der Entschluss, der zählt und das ist schon eine gute Ursache. Also solange du dich wieder darauf ausrichtest und wir sind alles Menschen und wir haben unsere verschiedenen Erfahrungen gemacht und haben unsere diversen Programme, die eben doch noch in uns dann abspielen und das ist total normal und auch ich habe das manchmal noch, aber ich nehme das mittlerweile als Warnsignal. Also sobald ich wieder einen Menschen innerlich auch nur vielleicht verurteile oder über jemanden innerlich meckere, ist das für mich mittlerweile so ein Warnsignal, so, oh, wow, warte mal, du bist nicht mit dem großen Ganzen verbunden, bring dich mal wieder in einen besseren Lebenszustand. Also und das ist eben das Ziel auch von uns, jetzt in unserer Gemeinde, dass wir wissen, dass unsere Entwicklung ist deine Entwicklung. Also wir machen das nicht nur für uns und freuen uns dann zu Hause, weil wir total erleuchtet sind und happy sind, sondern wir wollen uns mit allem verbinden. Also es ist kein Ego-Trip oder irgendwas. Ja? Also es ist wirklich, es geht immer um das große Ganze, weil meine Entwicklung ist deine Entwicklung. Bin ich glücklich, bist du glücklich. Und sich das immer wieder bewusst zu machen und zu sagen, so, hey, ich bin gerade wieder ein bisschen schräg drauf. Okay, ich muss wirklich was für meinen Lebenszustand tun, dass ich wieder in diese höhere Energie komme. Also für mich ist das einfach immer wieder Warnsignal. Und da hat natürlich dann jeder seine Methode. Also hast du ja vorhin gesagt, du hast da auch diverse Methoden. Also wir chanten eben ein Mantra, das heißt Nam-myoho-renge-kyo. Und das bedeutet eben, dass man sich diesem mystischen Gesetz von Ursache und Widmung mit dem, von Ursache und Wirkung mit dem ganzen Leben widmet. Und Das tue ich. Also wirklich als Warnsignal nehmen, so, okay, du bist gerade nicht im Flow, bring dich mal wieder in einen besseren Lebenszustand. Also wir merken es oft an so Kleinigkeiten, wenn wir Auto fahren und dann einfach den anderen Autofahrer für eine Verkehrssituation verantwortlich machen. Du, der bist wieder reingezogen oder da war doch schon, oder? Ja, ja.
von dir total super, dass du sagst, du gehst in der Situation dann rein und verurteilst nicht die Situation, oder wenn du merkst, du bist dabei, das zu tun, dass du dann einfach dir selbst das Schild hochhältst und sagst, ich wollte mich daran erinnern, wenn ich das tue, ist das ein Hinweis dafür, dass ich nicht in meiner Mitte bin, dass ich nicht gebunden bin. Finde ich eine ganz tolle Sichtweise, dass wir einfach wirklich sagen, trainieren uns diesen Automatismus an, wenn wir uns in der und der Situation so fühlen oder so verhalten, dass wir das als Hinweis für Korrektur, für Verhalten im Prinzip bei uns sehen. Ne? Ja, also nicht in, also ein Warnsignal dafür, dass ich nicht in meiner Mitte bin, aber auch nicht in der Mitte des Ganzen. Weißt du, weil, also das höre ich so oft in der spirituellen Welt, dieses, ja, du musst in deiner Mitte sein und du musst bei dir ankommen und so, aber für mich ist das, also jedem das seine, aber für mich ist das so eine Illusion, weil es geht nicht um meine Mitte, sondern meine Mitte ist die ganze Mitte. Also es geht wirklich um das Ganze, ja. Und für mich ist das nicht nur ein Warnsignal dafür, okay, ich bin nicht im Flow mit mir, sondern ich bin nicht im Flow mit dem großen Ganzen, ne? Also mit dem Licht, was überall existiert. Und deswegen verurteile ich dann andere, weil ich mich nicht spüren kann und dadurch von mir getrennt bin, aber dadurch ja auch mit den, also von den anderen getrennt bin, ne? Und mit dem Autofahren, das ist so ein Klassiker, ja. Ich muss innerlich eben so schmunzeln, weil ich kenne das, ich war früher so eine aggressive Fahrerin, ja. Ich habe so geflucht immer im Auto, also dass meine Beifahrer mir schon gesagt haben, so, wow, okay, komm mal runter. Und mittlerweile, also wenn ich im guten Lebenszustand bin, ich sehe die Straße komplett anders und für mich ist es jetzt eher total abstrakt, wenn ich dann Leute neben mir sitzen habe, die nur am Schimpfen sind. Für mich ist es dann total fremd teilweise jetzt schon geworden und merke so, okay, Veronique, aber du hast es früher auch gemacht, warum hast du das damals gemacht, ne? Dass ich dann aber auch wieder die nicht verurteile, wieso die das dann nicht so jetzt sehen, was da abgeht. Also mittlerweile ist es dann eher so, dass ich dann nicht mehr rumfluche, sondern echt merke so, oh, der bringt gerade alle in Gefahr, das ist nicht so super, aber wie schlimm, also gestresst muss derjenige sein, dass er gerade sowas macht, ja, also so ist es dann. Also nicht, ah, was für ein Depp, sondern eher so, wow, Mann, der muss echt gestresst sein, der Arme, ja, also, ja, so ist das jetzt eher, also es ist total abgefahren, ne? Dass ich das selber sage, weil wenn ich mich also sehe vor Augen, vor 8 Jahren, also wie ich geflucht habe im Auto. Ja, sehr schön, aber das klingt so, wenn ich das so rausfühle jetzt, dass du wirklich in deinen letzten 7, 8 Jahren ein ganz anderes Lebensgefühl für dich gefunden oder entdeckt hast, oder wie würdest du das beschreiben? Ja, klar, auf jeden Fall. Also wie ich schon gesagt habe, also gerade in Bezug auf die Mitmenschen, mit der Familie, der Umgang aber auch mit mir, mehr zu mir stehen, wie ich bin und wer ich bin, Selbstakzeptanz, aber auch die anderen mehr akzeptieren, wie sie sind, viel weniger verurteilen, beurteilen. Also es hat sich da ganz viel in meinem Leben getan, aber auch ganz viel Freiheit, also dass ich mich dadurch auch von ganz vielen Dogmen befreien konnte und von Mustern befreien konnte. Also wirklich, also ja, der Geist und die Wahrnehmung wurde irgendwie viel größer seitdem. Ja, wie ich das Leben betrachte, wie ich die Menschen betrachte, mein Leben betrachte, also das heißt auch nicht, dass alles bei mir rund läuft. Das ist auch gar nicht das Ziel. Ne? Also auch von unserem Buddhismus ist nicht das Ziel, frei von Leid zu sein, sondern trotz Leiden glücklich zu sein. Weil, auch wenn es viele nicht hören möchten, also unser Leben ist voll von Leid. Es wird nicht anders sein. Also wir gehen auf einen anderen Planeten, wo alles Peace ist und der grüne Planet, ja. Aber das ist nicht so, weil wir leiden schon alleine darunter, dass wir altern. Und das ist unausweichlich, auch wenn so viele versuchen, dagegen anzukämpfen. Wir können nicht, wir werden alle sterben, wir werden alle geboren und auch das ist schon Leid, also für die Mutter und auch für das Baby, ja, wenn man sich überlegt, wie das schreit, ja, das muss ja furchtbar sein für das Baby, ja, eigentlich müssen wir alle traumatisiert sein von der Geburt. Und es sind so diese 4 Grundleiden, die man auch sagt im Buddhismus, also Altern, Geburt, Altern, Krankheit und Tod, das sind so 4 Grundleiden und den können wir nicht, also wie sagt man, also die können wir nicht vermeiden und Ziel ist es, trotz dieser Leiden glücklich zu sein. Und das ist auch etwas, was sich so dramatisch also verändert hat in meinem Leben, dass ich sagen kann, obwohl ich jetzt
und teilweise vielleicht in einer schlimmen Situation bin, dass ich trotzdem parallel Glück spüren kann. Das ist so ein Reichtum, also das ist unfassbar. Ja, wahnsinnig. Also ich wollte auf jeden Fall mit dir über deine aktuelle Situation sprechen. Eigentlich wollte ich erst über gewaltfreie Kommunikation sprechen, aber dann schieben wir das ein Stück nach hinten, weil deine Situation jetzt gerade wirklich so perfekt zu dem passt, was du gerade eben erklärt hast. Also dieses Leiden ist da und die einzige Möglichkeit, die wir eigentlich haben, unser Leben aktiv wertvoll zu gestalten, ist, unseren Blickwinkel darauf zu ändern, dass wir sagen, wir können es nicht wegschieben oder ausschließen. Wir können nur unsere Art damit umzugehen, es zu sehen, es zu akzeptieren und ihm Bedeutung beizumessen, im Prinzip anders ordnen. Und du hattest vor ein paar Monaten jetzt, so lange ist es noch gar nicht her, einen Unfall und bist jetzt in einer körperlich sehr, sehr schwierigen, unschönen Situation. Und die Art und Weise, wie du damit umgehst, finde ich unheimlich faszinierend, weil du nämlich eben tatsächlich nicht dich fatalistisch dem hingibst und sagst, das ist jetzt gerade so, jetzt ist es halt mal einfach schlimm und schlecht, sondern du sprühst trotzdem gerade vor Energie und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Wenn du magst, erzähl doch mal ganz kurz, was dir passiert ist und was dazu geführt hat, dass du das jetzt trotzdem annehmen kannst als Teil deines Lebens und eigentlich nicht mit der Frage haderst, warum ist mir das passiert? Ja, genau, also für alle, die es noch gar nicht wissen, also was mir passiert ist, dass das jeder nachvollziehen kann, also ich habe eine zweifache Wirbelfraktur, weil ich von einer Klippe gesprungen bin im Zuge eines Events, genau, das war Canyoning und da muss man dann irgendwann von einer Klippe springen und ich stand da an dieser Klippe, mir war das vorher bewusst, dass man irgendwann an diesen Punkt kommt, also wir sind mal durch Gewässer geschwommen, dann wieder geklettert und es wurde vorher natürlich bekannt gegeben, okay, wir werden irgendwann an einer Klippe stehen, die ist so 6-8 Meter hoch und dann muss man springen ins Wasser und dann schwimmt man weiter und genau, so ist die Tour. Aber wenn man wirklich sehr viel Angst gehabt hätte, dann hätte es wohl irgendwo auch eine Ausweichmöglichkeit gegeben. Aber wie wir dann auf dieser Klippe standen und ich habe da runter geguckt und habe nach rechts und links geguckt, zum einen habe ich mich gefragt, okay, wie soll ich denn jetzt sonst hier runterkommen? Das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite war auch dieses Gefühl, was ich mir eingebildet habe. Ich dachte mir, wenn du jetzt springst und gehst körperlich über deine Grenzen, dann wird sich das in deinem Leben manifestieren. Und ich bin eben auch einfach bekannt dafür, immer über meine Grenzen zu gehen und dahin zu gehen, wo die Angst ist, weil ich immer weiß, wenn du dahin gehst, wo deine Angst ist, steckt das größte Entwicklungspotenzial. Und ich will mich eben immer in meinem Leben so komplett, also hardcore einfach herausfordern. Und bin dann wirklich dummerweise einfach blöd gesprungen. Ich habe die Kontrolle verloren und bin dann frontal mit dem Rücken aufs Wasser aufgeknallt und aus so einer Höhe hätte ich nicht gedacht, kann also Wasser sein wie ein Felsen. Ja. Also es hat sich auch so angefühlt, nicht als ob ich auf Wasser aufgeprallt wäre, sondern als ob ich wirklich frontal auf irgendeinen Felsen geknallt wäre. Und in dem Moment wusste ich auch überhaupt nicht, was ist los. Ich habe nur richtig extreme Schmerzen gespürt und ich wurde auch aus dem Wasser rausgefischt. Also zum Glück hatte ich eine Schwimmweste an, sonst wäre ich sofort untergegangen, weil ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Und in dem Moment, also ich glaube, wenn man sich einen Arm bricht oder ein Bein bricht, dann weiß man, was los ist. Dann merkt man, oh Mist, mein Arm tut mir richtig krass weh, ich glaube, der ist gebrochen. Aber so eine Wirbelfraktur, du checkst es nicht, weil das ist so ein krasser Schmerz, dass du sofort unter Schock stehst. Und dein ganzer Körper tut einfach weh und du bist so in so einem Trance-Zustand. Das ist so heftig, wie der Körper dann reagiert, um dich zu schützen, glaube ich auch. Ne? Und selbst da, also muss ich ganz ehrlich sagen, also während dem Sprung schon, und das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall daraus gelernt habe, ist während dem Sprung schon, also so ein 8-Meter-Sprung, der kann ziemlich lange dauern. Also ich hatte ein paar Sekunden Zeit zum Nachdenken während dem Sprung. Und ich habe schon während dem Sprung, dachte ich mir, oh, wow, Veronique, das war keine gute Idee, das wirst du nicht mehr machen. Das war das eine. Und das andere war, was ich dachte, ich mag das Gefühl gar nicht.
Also ganz viele beschreiben davon, auch wenn sie so Bungee-Jumping machen, boah, das Gefühl ist voll toll im Bauch, dieses Kribbeln. Und ich habe schon während dem Sprung, dachte ich mir, hey, das brauchst du doch gar nicht. Dieses Gefühl magst du gar nicht. Und das brauchst du nicht, diesen Kick. Ne? Also ich brauche das gar nicht. Und mir war schon während dem Fall eigentlich bewusst, das war eine blöde Idee. Aber dann war es zu spät. Und was ich wirklich versucht habe, wie ich dann, also ich konnte nicht atmen, ich bin auch ganz schnell blau angelaufen, also ich lag dann da eine Stunde und auch komplett nass in diesem Neoprenanzug, also keine Ahnung, wie, also gefühlt 10 Grad hatte dieses Wasser, also ich war ja echt komplett kalt auch. Und die Leute haben aber wirklich sehr super reagiert, es ist ja natürlich für alle ein Schock drumherum. Und ich habe wirklich das geschafft, was mich selber fasziniert über mich selber, wo ich gemerkt habe, boah, guck mal, selbst wenn es drauf ankommt, schaffst du das, sekundenweise dich mit deiner Buddha-Natur wieder zu verbinden. Und das hat mir so einen Mut selber gemacht, weil ich nicht dachte, dass ich so weit schon bin, dass ich das schaffe, in so einer extremen Situation das zu schaffen. Und ich habe mich irgendwann ganz bewusst konzentriert. Also klar, erstmal Panik, ich konnte nicht atmen, alle stehen um einen rum und reden auf einen ein, du musst atmen, du musst dies, du musst das. Und ich war total nur so, ich konnte ja gar nicht reden. Und irgendwann dachte ich mir, hey, warte, Moment, erinnere dich. Und dann habe ich innerlich gechantet und habe mich versucht, von allem abzulenken und habe dann in den Himmel geguckt und dachte dann auf einmal, okay, wenn das jetzt irgendwie hier die letzte Stunde ist und irgendwas passiert jetzt, ich werde querschnittsgelähmt, ich mache gleich die Augen zu, was auch immer, weil du weißt ja nicht, was ist gerade eigentlich mit mir, was ist jetzt? Also du weißt nicht, ich habe mir den Rücken gebrochen, du merkst nur, also ich hatte wirklich teilweise das Gefühl, ich sterbe jetzt. Und dann habe ich wirklich in den Himmel geguckt und gechantet und habe versucht, so blöd es klingen mag, um mich herum alles wahrzunehmen, bewusst und das zu schätzen. Also wie wunderschön der Ausblick war. Und ich habe das dann tatsächlich auch laut ausgesprochen, zur Überraschung aller, und habe gesagt, hey Leute, schaut mal, wie schön das hier ist. Voll der schöne Ausblick und alle gucken mich an, oh wow, krass, dass du das jetzt noch sehen kannst. Und dann war ich selber über mich überrascht und dachte so, ey, das ist es, genau das ist es. Selbst in der letzten Sekunde, wenn es die ist oder gewesen wäre oder keine Ahnung was, dann trotzdem sich noch mit diesem Göttlichen, mit dieser Buddha-Natur, mit diesem Licht, mit dem großen Ganzen zu verbinden. Und wenn es nur ein paar Sekunden sind und das dann wieder weg ist. Und das habe ich echt geschafft und auch, das ging dann auch weiter in der Klinik. Ich wollte auch ganz schnell für mich innerlich klären, was da jetzt passiert ist. Also warum bin ich gesprungen? Was war das für ein Gefühl? Was hast du daraus zu lernen? Also da bin ich mal ganz schnell. Das ist sowas, wenn irgendwas Schlimmes, Dramatisches passiert, okay, wo ist der Lernfaktor? Weil ich habe mich ja selber in diese Situation gebracht. Das muss ja einen Grund haben. Alles hat einen Grund. Und habe dann sehr schnell für mich wirklich herausgefunden, dass ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Ich habe mich selber übergangen, weil wie ich da oben auf dem Felsen stand, ich habe das gespürt, ich wusste es eigentlich, dass es nicht gut ist, wenn ich jetzt springe. Und wenn jetzt andere Leute oder auch Leute, die da jetzt irgendwie das aus dem psychischen Aspekt heraus jetzt versuchen zu beleuchten und da 10.000 Kommentare auf YouTube, alle Leute, die alles perfekt jetzt wissen, warum ich gesprungen bin. Also es ist unfassbar, was da für Kommentare abgegangen sind auf YouTube, ja, beim Robert Kladitz unter dem Video, wo er darüber berichtet, weil das ist bei ihm, also auf der Tomatenshow, während der Tomatenshow passiert. Es ist einfach unglaublich, was die Leute da alles analysieren und alles viel besser wissen als ich. Und ich für mich weiß einfach, das war weder ein Gruppenzwang, weder irgendwas Psychisches, das war meine volle Verantwortung. Also selbst wenn es Gruppenzwang war oder ist, ist es trotzdem meine Verantwortung, ob ich mich in diesen Gruppenzwang reinbegebe. Und da sind wir genau wieder bei dem Buddhismus, dieses volle Verantwortung in jedem Augenblick für mein Leben und für mein Glück übernehmen. Und für mich gibt es sowas nicht wie Gruppenzwang. Es ist trotzdem meine Entscheidung und trotzdem meine Verantwortung. Und das habe ich einfach gemerkt für mich, das ist einer von vielen Lernaspekten von diesem Unfall, hör auf dein Bauchgefühl. Und wenn dir dein Bauchgefühl sagt, spring nicht, und um dich herum stehen 10.000 Leute und alle springen und du bist die Einzige, die nicht springt, dann ist das okay.
Und das habe ich für mich gelernt. Hör auf dein Bauchgefühl. Und das ist echt immer wieder so ein Thema auch in meinem Leben. So dieses, es muss nicht immer unbedingt sein, über seine Grenzen hinauszugehen. Und das muss ich noch für mich ein bisschen lernen. Und dafür war das eine wertvolle Erfahrung, aber auch noch für viele andere Dinge. Ja, also ich bin echt tief beeindruckt. Ich habe natürlich sowohl dein Video als auch das von Robert gesehen. Ich habe Teil der Kommentare und auch deinen Bericht gelesen. Und das von dir jetzt nochmal so zu hören, also ich habe echt Gänsehaut. Ich finde das unglaublich, dass du wirklich in dieser Situation nicht in diese Opferhaltung gegangen bist. Ne? Dass du nicht gesagt hast, oh Gott, mir ist etwas passiert. Ich bin diejenige, die das Opfer ist und die anderen haben die Situation, die sind schuld, der Gruppenzwang oder, sondern dass du wirklich sagst, ich bleibe bei mir, ich bin für mein Leben selbst verantwortlich und das, was hier mit mir passiert, hat zu 100% mit mir zu tun. Also es finde ich unglaublich, dass du jetzt auch beschreibst, dass du das wirklich ganz konkret in dieser Situation, wo du da mit Schmerzen lagst, nachdem sie dich da aus dem Wasser gezogen haben, dass dir das in dieser Situation akut schon möglich war. Großartig, wow. Hut ab, Veronique, wirklich. Ja. Ja, und du bist jetzt nicht mehr im Krankenhaus, du bist jetzt momentan noch zu Hause und hast mir vorhin erzählt, dass morgen die Reha losgeht. Also ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute, aber so wie ich dich gerade erlebe in deiner Festigkeit darin, dass das alles einen Sinn und einen Zweck hat und dass das trotz aller Krise auch was Gutes hat, fühle ich, dass du voll und ganz auf deinem Weg bist. Also. Ja, danke schön. Großartig. Ja, das zweite Thema, über das ich ja unbedingt mit dir auch sprechen möchte, ist das Thema gewaltfreie Kommunikation. Du hast dich auch längere Zeit schon damit beschäftigt, mit der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg und bietest auch auf deiner Website Begleitung, Coachings und natürlich jede Menge Tipps, Tricks und Blogartikel an, die auch dieses Thema mit behandeln. Ich finde das unheimlich spannend, weil die Kommunikation zwischen uns Menschen natürlich die Grundlage dessen ist, wie wir unsere Beziehungen gestalten. Mhm. Und du hast erzählt, dass du eben auch mit deiner Mutter im Speziellen auch natürlich ganz viel in eurer Beziehung geklärt hast. Und meine Frage, welche Form oder welche Rolle spielt Kommunikationsform bei dir? Also was ist deine Einschätzung? Wie viel können wir damit wirklich beeinflussen? Wie sehr können wir uns dadurch verändern? Wie hat dir das geholfen? Ja, also erstmal dazu, zu der gewaltfreien Kommunikation, die hat witzigerweise fast parallel, kam die in mein Leben mit dem Buddhismus. Also total unabhängig voneinander, scheinbar auf der Oberfläche betrachtet, aber das kam fast parallel. Also ich habe mit dem Buddhismus angefangen, ein paar Wochen später kam die GfK auch in mein Leben, aber über einen ganz anderen Weg. Und für mich hat sich da der Kreis total geschlossen, weil die GfK für mich so etwas ist, also Marshall Rosenberg bezieht sich auch ganz oft in seinen Interviews, in seinen Reden auf den Buddhismus. Also er hat ganz viel, sagt er auch selber, gibt er auch selber zu, hat er ganz viel vom Buddha gelernt und mit einbezogen in diese gewaltfreie Kommunikation. Und ich fand es deswegen so spannend, weil ja, also zum einen haben wir total verlernt, miteinander wirklich auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Und für mich findet wahre Kommunikation nur dann statt, wenn wir uns eben auch mit dem anderen verbinden. Und deswegen hilft mir da der Buddhismus natürlich auch total. Und ich finde das Konzept von Marshall auch deswegen so spannend oder deswegen hat es mich erwischt damals. Also es hat mich wirklich richtig erwischt. Ich habe das erste Mal ein Hörbuch von ihm gehört und mir sind Tränen gelaufen. Ich habe gelacht. Ich war da voll drin. Ich konnte mich auch mit ihm als Person total identifizieren, weil er auch früher total der Rebell war und ich auch und er war selber eigentlich immer sehr wutvoll und voller Aggression und hat quasi das gedreht und hat das dann für sich benutzt. Er ist ja leider letztes Jahr gestorben und ich habe da so viele Parallelen gesehen, ich konnte mich so damit identifizieren und ich fand das so spannend, weil es eben da auch darum geht, dass wenn du mit dir verbunden bist und mit deinem Gegenüber, dann kann wahre Kommunikation stattfinden. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, bist du nur ein Programm.
Du bist ständig im Programm, aber du bist nicht im Hier und Jetzt und in der Kommunikation, sondern es spielen sich ständig tausend Filme in deinem Kopf ab und tausend Programmierungen und du bist nicht wirklich in Verbindung mit deinem Gegenüber und mit dir. Und das sieht man, finde ich, immer, immer, immer mehr in der Gesellschaft, gerade wenn es darum geht, um Leute verurteilen, beurteilen. Das ist für mich schon gewaltvolle Kommunikation, weil du dir das Recht rausnimmst, Maßstäbe für gut und böse zu identifizieren und dann Menschen oder Situationen in Schubladen zu stecken. Und die gewaltfreie Kommunikation bezweckt zum einen, dass du dich eben mit deinen Gefühlen, mit deinen Bedürfnissen wirklich auf tiefer Ebene verbindest und deswegen dem anderen wirklich ganz klar Bitten mitteilen kannst, ohne dass es Forderungen sind und ohne die Situation, wie sie ist, wirklich auch zu verurteilen, sondern sie wirklich, wie soll ich sagen, also zum Beispiel der Auslöser Wut, also das kann ich mal sehr gut erklären, weil ich das sehr gut kenne, weil ich sehr wutvoll war und es ist auch immer noch eine Tendenz in mir, aber ich benutze sie für mich, ja, und versuche sie immer wieder zu transformieren. Also Wut oder generell irgendwelche unwohligen Gefühle, die mein Gegenüber in mir auslöst, ist total wichtig zu wissen, dass mein Gegenüber nur Auslöser ist und nicht Ursache. Und das fand ich so spannend. Und das gibt einem auch wieder so eine Macht, ne? Und wenn man sich eben dann damit verbindet und sagt so, wow, okay, in mir kommt gerade Wut hoch. Mir gefällt es gerade nicht, wie die Person sich verhält. In mir löst es etwas aus, aber gleichzeitig man sich bewusst ist, okay, der andere ist aber nur der Auslöser. Die Ursache liegt in mir. Und sich das wirklich immer wieder, dass man sich das immer wieder bewusst macht, dass der andere wirklich, also er ist nicht Schuld daran, er ist nicht Grund, er ist nur Auslöser. Und sich dann wirklich damit in Verbindung, also eine Verbindung herstellt zu dem Gefühl, was kommt da alles in mir hoch, das Bedürfnis, was steckt dahinter. Also weil diese unwohligen Gefühle, die in uns hochkommen, die kommen deswegen hoch, weil irgendein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Nur deswegen. Und wenn wir da damit in Verbindung treten und wirklich uns auch besser kennenlernen, also es geht nicht nur um diese Kommunikation mit den anderen, sondern die Kommunikation mit mir, in mir, dann kann wirklich wieder wahre Kommunikation überhaupt stattfinden. Ja, ganz schön. Auf den Punkt wollte ich nämlich jetzt gleich als nächstes raus. In Begegnung mit anderen Menschen, möglichst Menschen, die uns irgendwie nahestehen und viel bedeuten, fällt es uns ja leicht, nachsichtig zu sein oder uns vielleicht auch mal zurückzunehmen oder die Situation irgendwie wohlwollend zu betrachten und auch entsprechend zu kommunizieren. Und selbst gegenüber können wir aber unheimlich hart und urteilend und sehr streng sein, viel strenger oft als mit anderen Menschen. Und wie kann ich denn gewaltfreie Kommunikation mit mir selbst betreiben? Hast du da ein paar praktische Tipps, wo du sagst, also das sind Hilfsmittel oder Hilfestellungen, die mir wirklich auch gut geholfen haben oder in Situationen akut anwendbar sind? Also zum einen, glaube ich, ist es wichtig, erstmal zu erkennen, zu was tendiere ich? Also es gibt immer so grundlegende Tendenzen, also neige ich prinzipiell gerne zur Wut oder neige ich prinzipiell gerne zur Traurigkeit oder zu irgendeinem anderen Gefühl. Also ich glaube, das ist erstmal überhaupt wichtig, also sich selber zu beobachten, was passiert so den ganzen Tag, ja, was passiert so die ganze Woche, was sind mir so für Begegnungen widerfahren und was für Gefühle kommen da hoch. Also erstmal wirklich alle Gefühle sammeln, ja, und gucken, okay, zu was tendiere ich denn da? Und ich bleibe jetzt einfach mal bei der Wut, ja. Wenn ich merke, dass das immer wieder die Wut ist, dass ich mir das wirklich immer wieder bewusst mache, in welchen Situationen kommt das auf und am besten auch echt einfach mal aufschreiben und schauen, okay, in welchen Situationen kommt bei mir wieder die Wut wirklich hoch und das erstmal sammeln, also sich erstmal wirklich kennenlernen und dann für sich selber für den Anfang, wenn man natürlich da ganz neu einsteigt mit der gewaltfreien Kommunikation, dieses Vier-Schritte-System, von dem Marshall Rosenberg immer spricht, erstmal für sich zu Hause alleine machen. Also erstmal zum Beispiel eine Situation, die in mir diese Wut ausgelöst hat, zum Beispiel aufschreiben und dann wirklich zeitnah zu Hause sich hinsetzen, diese Situation nochmal sich
also ins Bewusstsein rufen, dass sie ganz präsent wieder wird, dass man das wieder fühlen kann und sich dann wirklich hinsetzen und fühlen, was alles hochkommt, weil es ist nicht nur Wut, es sind ganz viele, viele Gefühle. Und da kann ich nur einen Tipp geben, das werde ich vielleicht auch echt mal auf meiner Homepage nochmal auflisten, weil es gibt wirklich so ein paar Grundgefühle, die wir alle haben. Es gibt nicht so sonderlich viele, es gibt ganz viele so, ich sag jetzt mal so Untergruppierungen, aber im Prinzip haben wir Menschen alle die gleichen Gefühle und alle gleichen Bedürfnisse, nur liegt der Schwerpunkt oft. Ja? Und das ist schon mal ein Punkt, der hört sich jetzt so einfach an, wenn ich das jetzt hier so erzähle, aber das ist gar nicht so einfach, weil ich hatte jetzt erst wieder diese Woche, hatte ich ein Coaching mit einer Dame und da habe ich sie auch gefragt, okay, bitte sag mir mal, was da jetzt Gefühl, was da für Gefühle hochkommen. Und sie konnte es mir gar nicht sagen. Also sie war immer wieder in dieser Haltung, ja, der andere ist blöd, ja, der andere hat das gemacht. Und sie sagt, nee, Moment mal, was fühlst du? Ja, ich will mehr Anerkennung, ich will mehr Respekt. Und ich sage, nein, das sind keine Gefühle. Das sind Forderungen, ja. Das sind keine Gefühle. Und alleine das, also wenn ich das jetzt erzähle und viele hören das, sagen, oh, das ist doch einfach, ich weiß, was ich fühle, aber ist es nicht. Und das ist wirklich der erste ganz, ganz wichtige Punkt, sich mit dem, das sagt auch Marshall immer, das finde ich so schön, sagt immer, verbinde dich mit dem, was in dir lebendig ist. Weil alles darf sein. Es geht nicht darum, diese Gefühle jetzt wegzudrücken, sondern sie bewusst wahrzunehmen. Also verbinde dich mit dem, was in dir lebendig ist. Ja? Und dann wirklich einfach erstmal alles aufschreiben. Okay, ich fühle das, ich fühle das, ich fühle hier. Kann man auch wirklich, also ich werde es auf meiner Homepage auch mal platzieren, aber man kann, glaube ich, auch im Internet, also kann man ganz viele Dinge rausfinden über Marshall, was er sagt, was Gefühle sind. Also es gibt da wirklich so eine Liste und manchmal hilft das, wenn man die dann so vor Augen sieht und für den Anfang und merkt so, oh ja, damit gehe ich in Resonanz. Ah, damit gehe ich auch in Resonanz. Und die sich erstmal alle aufschreibt. Und dann im nächsten Step, wenn man sich dessen bewusst ist und wirklich spürt, okay, das sind die vorherrschenden Gefühle. Dann im nächsten Step, das ist dann der dritte Step, zu schauen, okay, was für ein unerfülltes Bedürfnis steckt hinter dem Gefühl. Und da sind dann eben solche Themen wie, ich wünsche mir Respekt oder ich wünsche mir mehr Wertschätzung oder vielleicht ganz oft ist das Thema immer wieder, also ich würde mal sagen, zu 80% der Klienten, die zum GFK-Coaching kommen, ist immer wieder das Bedürfnis Selbstwertschätzung. Also mich selber wertschätzen. Und das ist genau der Punkt. Also mit dem verbinden, was in dir lebendig ist, weil sonst kannst du überhaupt nicht mit anderen kommunizieren, wenn du mit dir selber gar nicht in Verbindung stehst. Ja? Und auch da gibt es wieder ganz viele Grundbedürfnisse. Also die unterscheiden sich gar nicht so sehr viel. Und da dann auch aufschreiben, okay, das ist das Bedürfnis, was dahinter steckt, das, das, das. Und das wirklich alles aufschreiben. Und dann hat man diesen vierten Schritt, okay, den ersten habe ich vorhin nicht genannt, vor dem Gefühl, vor den Bedürfnissen ist ja der erste Schritt, dass man eine Situation versucht zu beschreiben, ohne sie zu bewerten oder zu verurteilen, also aus so einer Vogelperspektive heraus, ne? Also ganz sachlich. Das ist passiert, das ist mir passiert, dann hat er so geantwortet, also ohne Bewertung, ja. Genau. Dann geht man in dieses Gefühl, dann in die Bedürfnisse. Und dann ist der vierte und letzte Step eben eine konkrete Bitte formulieren. Und auch das ist nicht einfach, weil ganz oft bleibt man an dem Punkt ewig lange hängen und man macht dann noch ein Coaching aus oder auch in meiner Ausbildung sind wir an dem Punkt manchmal hängen geblieben und haben gesagt, Leute, machen wir morgen weiter. So, weil wir das so verlernt haben, weil dann geht es ja wirklich in die Kommunikation. Dann möchtest du das, was du fühlst und das, was deine Bedürfnisse sind, das hast du rausgefunden, das möchtest du jetzt nach außen tragen. Jetzt möchtest du wirklich anfangen zu kommunizieren nach außen. Und das ist so schwierig. Also wirklich eine konkrete Bitte zu formulieren, ohne dass es ein frommer Wunsch ist oder eine Aufforderung, eine Forderung. Und ganz wichtig dabei ist, dass nach dem Prinzip von Marshall ist es so, dass du eine konkrete Bitte formulierst dem anderen gegenüber, aber er muss sie nicht erfüllen. Also du kannst ihm sagen, ich fühle mich traurig, weil mein Bedürfnis ist Nähe.
und man formuliert dann eine konkrete Bitte in Form einer Frage und sagt, zum Beispiel, ich wünsche mir mehr Zeit mit dir, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen, weil ich habe das Bedürfnis nach mehr Nähe zu dir. Was hältst du davon, wenn wir uns einmal in der Woche 2 Stunden zusammensetzen und sprechen? Zum Beispiel, das wäre jetzt eine ganz konkrete Bitte. Der andere kann aber auch sagen, nö, will ich nicht. Ich kann Bock drauf. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil da müssen wir auch mit klarkommen, weil der andere muss uns unsere Bedürfnisse nicht erfüllen. Und das ist auch ganz wichtig, dass Bedürfnisse nie an eine Person gekoppelt sind, weil dann sind es keine Bedürfnisse, sondern sind es Forderungen, dann sind es Strategien, weil wir dann denken, nur der kann uns das erfüllen, gerade im Thema Partnerschaft. Mhm. Aber das ist nicht so. Der andere kann immer noch sagen, nein, möchte ich nicht. Und dann bin ich dafür verantwortlich zu schauen, wie ich anderweitig mein Bedürfnis erfüllt bekomme. Aber die Person, die vor mir ist, ist nicht verantwortlich dafür, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Ich kann sie nur, wenn ich es geschafft habe, das Wohlwollen zu formulieren, sie fragen. Mhm. Aber nie gekoppelt an eine Person. Es gibt ganz viele Personen, die dir dieses Bedürfnis erfüllen können. Oder du schaffst es, dir das selber zu erfüllen. Wow, das ist echt ein absoluter Kernpunkt, ne? Dass man wirklich sagt, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben und auch für meine Bedürfnisse und deren Erfüllung. Was bedeutet, nicht mein Partner, nicht meine Mutter, nicht meine Kinder sind dafür verantwortlich, dass ich meine Bedürfnisse erfülle, sondern ich bin es selbst. Das ist echt ein ganz, ganz großer Punkt. Ich würde gerne nochmal 2 Punkte dazu sagen, was du eben gesagt hast, weil ich das so wichtig finde. Das eine ist, warum tun wir uns so schwer, das zu benennen, was wir wirklich fühlen? Und ich glaube, zum einen ist es so, weil Gefühle natürlich auch oft überlagert sind. Das heißt, es gibt ja Gefühle, die wir sehr schnell fühlen. Und wenn wir dann aber schauen, was steht hinter dem Gefühl, dann ist es ja oft eigentlich ein ganz anderes, was dahinter steht. Also wenn ich mich so richtig erinnere, ist es so, dass Wut zum Beispiel ein Gefühl ist, was sehr schnell sich in den Vordergrund stellt. Und wenn man aber eigentlich schaut, was hinter der Wut ist, dann kann das ja zum Beispiel auch einfach Traurigkeit sein, wie du vorhin schon sagtest. Und dann wirklich zu fühlen, nee, es ist eigentlich gar nicht wirklich die Wut, sondern es ist im Kern wirklich die Traurigkeit. Das finde ich manchmal ganz schön schwierig. Und da kommen wir zu dem 2. Punkt, den ich noch sagen wollte dazu. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir natürlich nicht von Kind auf geübt haben oder angeleitet wurden, unsere Gefühle auch wahrzunehmen und ihnen einen Platz zu geben und sie so, wie sie sind, einfach anzunehmen, sondern es ist eigentlich ja in unserer Kultur leider wirklich so, dass diese Gefühle etwas sind, was hinter einer Fassade stattfindet, worüber man sehr wenig spricht, was man versucht vor anderen zu verstecken, was man sicher nicht öffentlich kundtut und auch nicht mit anderen bespricht, sage ich mal, sodass man selbst eigentlich, wenn man nicht in wirklich guter Eigenreflexion das bearbeitet, oft feststellt, ich habe eigentlich da gar nicht so die richtige Verbindung und fühle gar nicht so wirklich, was ich fühle. Also auch an dieser Stelle dieser Appell als Mutter mit Kindern, diesen Gefühlen einfach wirklich Raum zu geben. Und du hast es so schön gesagt, alles darf sein. Ne? Diesen Satz, den finde ich so hervorragend und so wichtig. Und wenn ein Kind wütend ist, wenn ein Kind traurig ist, wenn ein Erwachsener diese Gefühle hat, dann muss man das nicht wegdiskutieren oder sagen, das ist nicht so, sondern das ist so wichtig, denn zu sagen, du hast diese Gefühle und das darf so sein, das ist in Ordnung. Ja, ja, also das finde ich auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich nämlich genauso aufgewachsen bin. Also ich liebe meine Mutter über alles und wenn sie das Video irgendwann mal sehen würde, Mama, du hast alles richtig gemacht, ich liebe dich. Aber es war wirklich ganz oft, gerade in meiner Familie und gerade bei meiner Mutter wurden Gefühle in falsch und richtig kategorisiert. Also es wurde ganz oft gesagt, wenn ich gesagt habe, ich zum Beispiel fühle mich traurig, nee, das ist nicht so. Doch, ich fühle mich aber gerade traurig. Nee, das bildest du dir nur ein. Oder da fühlst du aber jetzt falsch. Ich habe schon immer zu meiner Mutter damals gesagt, Mama, es gibt keine falschen und richtigen Gefühle, es gibt nur Gefühle und Gefühle dürfen sein. Und ich glaube, das ist bis heute noch schwierig für sie zum Beispiel jetzt anzunehmen, aber
immer mehr, weil ich sie immer wieder darauf aufmerksam gemacht habe und auch da versucht habe, wieder Mitgefühl für sie zu haben, weil umgekehrt wurde es ihr vielleicht ja auch nicht gestattet zu fühlen, was sie fühlen möchte. Und aber ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt, was du gerade gesagt hast. Also zum einen die Kinder wirklich fühlen lassen, was sie gerade fühlen. Und vor allem ist bei mir auch immer so dieser Herzenswunsch, gerade bei den Kindern, die Kinder zu sehen, wie sie sind und nicht zu denken, wie sie zu sein haben oder wie sie sich jetzt zu verhalten haben. Also sie wirklich zu sehen in ihrem ganzen Wesen und Dasein, so wie sie sind und sie zu hören und mit ihnen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Also ich finde das so furchtbar und das ist auch etwas, was Marshall immer gepredigt hat. Also dass wir Kinder nicht, dass wir die als gleichwertigen Gesprächspartner auch ansehen und nicht, ja, du weißt ja noch gar nichts, nee, das ist nicht so und ich sag dir jetzt mal besser, wie es ist, sondern das eher umgekehrt, dass wir von den Kindern ganz viel noch lernen können, weil die viel mehr im Hier und Jetzt sind und Dinge noch viel bewusster wahrnehmen. Und das ist mir so ein Herzensanliegen, was ich ganz oft sehe, wie mit Kindern gesprochen wird von Eltern. Steh ruhig, steh still, mach das nicht, mach dies nicht, nee, komm her und nee, das darfst du nicht. Und also Kinder dürfen überhaupt nicht sein, ja. Und ja, und werden ganz oft so minderwertig behandelt. Ich finde das so furchtbar, ja. Und ich finde das auch ganz, ganz wichtig, also Kinder wirklich zu hören und zu sehen, ja. Na, dem Zugestehen, dass ich sage, du darfst so sein, wie du bist, da wird ja letztendlich wirklich der Grundstein dafür gelegt, wie ich mit mir kommuniziere, wie ich mir gestehe, mich selbst wahrzunehmen. Und wenn du auch, also du sagtest ja, Selbstwertschätzung, Selbstliebe, das ist ja eins der wirklich großen Bedürfnisse, die bei vielen jetzt im Vordergrund stehen, weil da eben einfach... das nicht stattgefunden hat, ne? Dass man immer wieder gesagt bekommen hat, du darfst dich nicht so fühlen, wie du wirklich bist. Das bedeutet natürlich auch, dass du deine Gefühle nicht wertschätzen kannst, dass du, ja, stimmt, dass du genau nicht annehmen kannst. Genau das. Und dass, wenn wir uns selber eben unsere Gefühle, also unsere Bedürfnisse nicht erfüllen, dass wir das dann manchmal versuchen, auf andere zu projizieren. Und das wird ganz oft, werden Kinder dazu benutzt, einfach, dass wir unsere unerfüllten Bedürfnisse auf sie projizieren. Und ja, und das hat mit dem Thema gerade gar nichts zu tun, ja, und das Kind versteht gar nicht so, hä, wieso ist jetzt die Mutter so gestresst, ja. Ja, super. Du hast gerade so ganz im Nebensatz noch ein weiteres Thema angesprochen, was ich auch noch ganz kurz beleuchten will, nämlich das Thema Sachen aufschreiben, regelmäßig sich das zur Routine zu machen, dass man wirklich damit dann auch arbeiten kann, also dieses Journaling, Tagebuch schreiben, einfach reflektiert aufschreiben, in welcher Konstruktion und Form, ist ja jedem frei überlassen. Also ich habe als Jugendliche ganz, ganz viel geschrieben, immer also richtig Notizbücher voll und voller und habe das eigentlich als ein ganz, ganz tolles Medium empfunden, um mit mir, mit meinen eigenen Gefühlen und Konflikten irgendwie einen Weg zu finden, die auszudrücken. Und das ist mir ehrlich gesagt so als Erwachsene ein bisschen abhanden gekommen und ich fange das eigentlich gerade wieder an, dass ich wirklich sage, ich nutze das dann auch, um konkret, so wie du sagtest, mich dann manchmal einfach noch hinzusetzen, mir die Situation nochmal vor Augen zu führen, nochmal reinzufühlen, nochmal zu schauen, wie habe ich es betrachtet, ist es wirklich so, wie war es sachlich, ohne meine Emotionen, die da vielleicht die Sichtweise auch überlagert haben. Und das finde ich ein ganz, ganz wertvolles Ding, weil ich mich damit wirklich fokussieren und strukturieren kann und sagen kann, hier ist ein Punkt, an dem möchte ich gerne hier nochmal selbst irgendwie mehr Zeit und Aufmerksamkeit und Raum geben. Ja, und vor allem kann man auch Situationen im Nachgang heilen. Mhm. Also wenn man zum Beispiel jetzt, man war bei der Familie zu Besuch, irgendein Drama ist passiert, man ist mit der Mutter, mit dem Vater, mit irgendjemandem, mit der Schwester aneinander geraten und es gab einen riesen Streit, man geht nach Hause, nimmt diese Energie mit nach Hause und ja, und da bleibt sie dann auch, ne? Die verschwindet ja nicht einfach, die löst sich nicht in Luft aus, die ist da. Und man hat dadurch wieder Karma geschaffen, man hat Ursachen gesetzt, kommen Wirkungen und so weiter, ne? Dieser ewige Kreislauf. Und deswegen finde ich es auch total wichtig, also ich bin persönlich gar nicht so die Schreiberin, also für Leute, denen es leicht fällt, würde ich das total empfehlen, ganz viel zu schreiben. Ich mache das oft dann auch nur in Stichpunkten, aber ich kann mir Dinge sehr gut wieder ins Gedächtnis rufen und das ganz schnell auch wieder fühlen und bin da wieder voll drinne. Aber für Menschen, denen das schwerfällt, würde ich das schon auch
empfehlen, das dann haarklein aufzuschreiben. Ja. Und was ich aber so spannend finde, ist, dass man dann wirklich auch nach Hause gehen kann, das nochmal, also das dann nicht verdrängt und wegdrückt, sondern das eben nochmal durchspielt. Also zum Beispiel mit dem System der GfK finde ich sehr, sehr heilend und irgendwann kriegt man da auch so eine Routine rein, dass das nicht mehr so lange dauert. Also man ist irgendwann viel schneller mit den Gefühlen verbunden. Man ist irgendwann viel schneller mit den Bedürfnissen verbunden. Und das ist ja Ziel der Sache, dass wir uns irgendwann nicht mehr hinsetzen müssen, das aufschreiben müssen, das zu Hause durchspielen, sondern dass wir irgendwann das schaffen, dass es so in Fleisch und Blut übergeht, dass wir in der Situation das schon checken und irgendwann so gut mit unserem Herzen, mit unseren Gefühlen verbunden sind, dass wir in der Situation irgendwann anders reagieren können. Das ist ein Prozess, es geht nach und nach. Irgendwann erwischen wir uns dabei, dass wir in einer Situation komplett anders reagieren und denken so, wow, cool, ganz anders reagiert. Ne? Das ist ein Prozess. Und was ich aber auch schön finde, wenn man das eben mit der Person nicht persönlich jetzt austragen kann, dass man das wirklich dann zu Hause macht, sich hinsetzt und einen Dialog wirklich führt mit dieser Person. Und man trotzdem, wenn die Person nicht anwesend ist, man zu Hause, wenn man das durchspielt und diese konkrete Bitte formuliert, dass da dann auch schon Heilung eintritt bei einem selber, aber auch bei der anderen Person. Das ist total verrückt, das ist aber echt so. Also da hat Marshall auch ganz viele Fallbeispiele in seinen Hörbüchern, wo er mit Frauen, die misshandelt wurden von ihrem Mann zum Beispiel oder von ihrem Vater, er dann die Vaterrolle auch eingenommen hat und das Ganze mit ihr durchgespielt hat und bei ihr so eine extreme Heilung innerhalb von einer Stunde, was sich über Jahre angesammelt hat, lösen konnte. Mhm. Und witzigerweise ist diese Person dann auch zu ihrem Vater hin und die Begegnung war von der ersten Sekunde an komplett anders und der Vater hat auch angefangen zu heulen. Und es ist so magic, diese GfK. Also das kann wirklich auch, wenn man die Person nicht trifft, kann man das zu Hause auch durchspielen und da trifft, also wir sind ja alle miteinander verbunden, ja. Und da tritt trotzdem Heilung ein. Das ist total spannend, ja. Ja, ein wunderbares Werkzeug. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du uns da so einen grundlegenden Einblick und vielleicht auch so einen Ausblick gegeben hast, was damit tatsächlich möglich ist und warum es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wer möchte, kann natürlich super gerne auf deiner Seite veroniquepapillon.de, ich blende es auch ein, unten natürlich weiterlesen. Du hast auch so einen kostenlosen kleinen E-Mail-Kurs, den ich eben sehr ans Herz legen kann mit ganz vielen tollen Grundlageninformationen, bietest Coaching an und natürlich bist du auch auf Facebook und YouTube zu finden mit tollen Videos. Also alle ganz herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Ich mag deine sprühende Energie und ich bewundere dich wirklich für deine Stärke, deine Situation so zu betrachten, wie du es gerade tust. Also da habe ich ganz, ganz tiefen Respekt vor, Veronique. Das finde ich wirklich unglaublich. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch und den ganz, ganz tollen Input und deine Inspiration und ich wünsche dir für deinen Weg gesundheitlich natürlich jetzt erstmal alles, alles Gute für die Reha und ich bin so fest überzeugt davon, dass du auf deinem richtigen Weg bist. Ich freue mich einfach, wenn wir uns wiedersehen. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre und das, was du angesprochen hast, diese sprühende Energie, das ist wirklich meine Vision und mein Herzenswunsch, das eben auch wirklich andere fühlen zu lassen, weil die ist ja in jedem vorhanden und das ist wirklich mein ganz großes Herzensprojekt. Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.